gezeigt. Die israelische Regierung will Mundschutz nicht einführen. Ich habe keinen Mundschutz. Leute, das ist der ultimative Mundschutz. Nike Metcon. Oh, ihr fühlt euch, als wenn ihr in der Box seid. Okay, Spaß beiseite. Leute, herzlich willkommen zu unserem 13. Team Factory Home Workout aus der CrossFit Factory. Mit der Sarah und dem bezauberten Chris. Spaß beiseite. Also, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, 13. Home Workout. Heute ist der 1.4. und Mittwoch. Leute, das Workout, was ihr machen sollt, seht ihr jetzt. Spaß beiseite, April, war ein kleiner Scherz. Nein, das Workout sollt ihr nicht machen. Was ihr wirklich machen sollt, seht ihr schwarz auf weiß. Jetzt. Okay, und da sind wir auch wieder zurück. Ich hoffe, das Workout gefällt euch. Wir zeigen euch jetzt das Equipment, was ihr dazu braucht. Dann gehen wir zum Warm-up, zu unserem Kraftteil und dann seht ihr das Workout, wie wir das sehen wollen, was wir sehen wollen, was ihr machen sollt, okay? Heute dreht sich alles um den Stuhl. Ihr braucht einen Stuhl. Ihr braucht eine Dumbbell und oder eine Kettlebell, okay? Und wenn das doch noch kommen sollte, Schuhe. Okay, das Warm-up macht Sarah jetzt mal komplett durch. Ja, ihr seht es gleich im Zeitraffer. Ihr macht immer, also 3 Sets, 10 Wiederholungen, okay? Sehr gut, das war das Warm-up. Okay, also, sie hat jetzt weniger Wiederholungen gemacht, ihr macht immer 10 Stück davon, ja? Das erste war 10 Burpee Broad Jumps und Walk Back, sodass ihr nicht 7 Meter an eurem, oder 10 Meter an eurem Wohnzimmer irgendwie braucht oder sowas, ja? 10 Mal High Knees und Butt Kicks und 10 Mountain Climber und davon 3 Runden, okay? Das ist unser Warm-up. Wir kommen zu unserem Kraftteil. Kraftteil wird sein, dreht sich alles um den Stuhl, okay? 4 Runden, 10 pro Seite, 10 Bulgarian Split Squats, okay? Wir zeigen euch das jetzt mal mit Gewicht, ja? Haltet das Gewicht vorne an der Brust. Ihr müsst eure Distanz finden, okay? Legt die Fußspitze auf eine Stuhlkante oder Sofakante oder was auch immer, ja? Bringt die Hüfte runter zum Boden, Knie schiebt nicht über eure Fußspitze drüber, ja? Heißt, Hüfte zum Boden bringen. Okay, die kann man dynamisch ineinander wegmachen. Ja? 10 Stück pro Bein. Okay? Zeig das andere Bein nochmal. Ihr wisst irgendwann, welche Distanz ihr braucht, um das ordentlich zu machen. Okay? Macht sie langsam, macht das for quality. Okay? Nicht schnell durch, nur weil das Gewicht leicht ist. Wenn das Gewicht zu leicht ist, macht sie langsam. Gut, 15 negative Deadlifts. Ihr braucht wieder den Stuhl und ihr stellt euch auf den Stuhl, okay? Ihr haltet das Gewicht am langen Arm und macht den Deadlift. Nur negativ, heißt, führt es an dem Stuhl vorbei, bringt den Hintern tief, haltet den Rücken gerade, schaut nach vorne oben, nicht nach unten. Ihr müsst mal schauen, dass ihr das Gewicht ordentlich am Stuhl vorbeiführen könnt, okay? Gut, 15 Stück davon. 20 Hip Thruster. Auch da, ihr müsst mal schauen, dass ihr euch so bequem wie möglich auf den Stuhl legt, ja? Und vor allem auch mit Gewicht, ja? Legt eure Schulter auf die Stuhlkante, findet diese Distanz, ja? Dass ihr ordentlich nach unten kommt
Und auch ordentlich nach oben. Spann den Hinterhand, spann die Oberschenkel an, mach die langsam. Ja, Sarah, jetzt hol dir mal selber das Gewicht. Zu Hause hat man es vielleicht auch nicht. Irgendwelche Hilfen? Gewicht, legt euch das in die Hüfte rein. Okay, am besten in die Hüftfalte. Dreh's mal. Genau. Ist ein bisschen tricky, aber funktioniert in der Regel. Okay, haltet es fest, bringt die Hüfte hoch, macht sie langsam. 20 Stück. Spannt den Hintern oben an, okay? Gut. Also, 10 Bulgarian Split Squats, 15 negative Deadlifts und 20 Hip Thruster und davon 4 Runden. Das ist unser heutiger Kraftteil. Okay? Schön langsam machen. Gut. Wir kommen zu unserem Workout. Geht richtig schnell heute. Ne? Workout ist ein E-Mom für 25 Minuten. Ja? Übung 1 ist alternierende Pistols. Wer die nicht kann, warte kurz. Wer keine Pistols kann, nimmt den Stuhl zu Hilfe. Okay? Auch hier schaut mal, dass er die Distanz aus dem Standbein und dem Stuhl findet, dass der Stuhl euren Hintern berührt, okay? Ja, das ist euer Limit in dem Fall, wenn ihr keine Pistols könnt. Bringt das Gewicht auf diesen Teil des Fußes, bringt den Hintern nach hinten und stellt euch wieder oben hin, okay? Ihr könnt die Höhe variieren. Sucht euch was Niedrigeres, vielleicht auch während einem Workout, um es euch höher für schwerer zu machen. Wer Pistols kann, macht Pistols. Okay? Das nächste, oder die nächste Minute sind Chair Dips. Hatten wir auch schon mal. Wir brauchen wieder den Stuhl. Auch hier. Geht so tief, wie es geht. Und schiebt euch über den Trizeps nach oben. Versucht, wenn es geht, die Schulter unter euren Ellenbogen zu bekommen. Okay? Super. Okay, die nächste Übung ist Chair Step-Ups. Jetzt schaut er zu eurem Stuhl. Alternierend, rechts, links. Okay, macht die langsam. Ein Tipp, machen wir das andere Bein hoch. Nicht mit diesen Beinen abfedern. Okay, versucht mit etwas Vorlage euch über das Standbein nach oben zu drücken. Macht euch das schwer. Okay, dafür vielleicht in dieser Minute weniger Wiederholung, aber nicht wegschieben, okay? Eine neue Übung ist Chair Twist. Etwas Neues, auch da, findet die Distanz, okay? Findet die Distanz, wo ihr zum Stuhl sitzt, wo ihr eure Hände habt. Ihr habt es in der Hand, wie schwer das geht und wie viele Wiederholungen ihr macht, okay? Okay? Gut. Jetzt hatten wir eben zum Beispiel die Chair Step-Ups nur mit rechts gemacht. Nach dem Chair Twist kommt Step-Ups links. Okay, wir zeigen es nur nochmal, vollständigkeitshalber. Lasst das eine Bein oben und drückt euch nicht mit dem langen Bein ab, sondern drückt euch nur mit dem Standbein ab. Okay, also eben nur rechts und zum Ende hin nur links. Ihr fragt euch bestimmt, wie viel Wiederholungen? Immer 45 Sekunden, okay? Bedeutet, E-Mom, ihr habt eine Minute, Minute 1, von der Minute 1, 60 Sekunden, arbeitet ihr 45 Sekunden. Nächste Übung, wieder 45, nächste Minute, wieder 45 Sekunden, okay? Und den Timer, Wattproof App in dem Fall empfehle ich, stell dir einfach auf E-Mom 25 Minuten, okay? 5 Übungen, 5 Runden davon. Gut, wir haben aber noch eine Cash-Out-Challenge. Die Cash-Out-Challenge hatten wir schon mal mit 2 Stühlen. Okay, wir wollen immer mal wieder was für unseren Core machen. Das seht ihr immer wieder bei unseren Cash-Out-Challenges. Heute brauchen wir wieder nur einen Stuhl dafür. Und wir machen 5 Versuche L-Hold auf einem Chair. Okay? Mein Denglisch ist auch perfekt, merke ich gerade wieder. Okay, also versucht über 5 Versuche so lang wie möglich genau so im L-Hold zu sein. Okay, ein Stuhl. Ich möchte in den Kommentaren wissen, wie viele Minuten oder Sekunden ihr in Summe bei den 5 Versuchen halten konntet. Okay? Gut. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, wir haben wieder nicht 15 Minuten gebraucht dafür. Kamerafrau schüttelt schon mit dem Kopf. Sehr gut. Wir schneiden das noch zusammen, laden es auf YouTube hoch. Jeden Abend um 10 ist es oben. In der Beschreibung drunter seht ihr das Workout nochmal at all geschrieben. Lest es nach, kommentiert es,
Fragt nach, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Habt einen schönen 1. April. Viel Spaß beim Workout. Leute, bleibt gesund und sollte doch eine Mundschutzpflicht kommen. Hier ist das Beispiel dafür, wenn ihr keinen Mundschutz habt. Also, viel Spaß. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.